Hallo Mario vom Kanal MS Bricktop 80. Du wolltest von uns unsere EDCs sehen. Ja, im Moment habe ich das Climber in Schwarz immer am Mann gesichert mit dieser Kette. Das ist immer in meiner Hose, habe ich jeden Tag dabei, man sieht es auch, ist ziemlich ramponiert. In meiner Arbeitskleidung trage ich das Sanren Mu 913P. Man sieht es, da werden Schläuche mitgeschnitten, Plastikschläuche. Ein ganz tolles Ding. Also das Messer kann ich echt empfehlen. Ich habe es jetzt schon geraume Zeit im Gebrauch. Ich habe die Daumenpins abgemacht, weil die mich gestört haben beim Arbeiten. Aber ansonsten, das geht auch mit einer Hand ohne Daumenpins. Das habe ich seit ungefähr einem Jahr ständig im Einsatz auf der Arbeit und einfach klasse. Ja, und wenn ich im Wald unterwegs bin, da habe ich mein Messer in der Hose. Moment, hier ist es, benutze ich im Moment das Real Steel Bushcraft. Von dem Messer bin ich begeistert. Ich habe die Scheide ein bisschen gepimpt. Ich habe mir da aus Kydex einen Feuerstahlhalter dran gemacht. Und ich trage meine Messer, die ich im Wald so mitnehme, immer um den Hals. Ich habe letztens nämlich eins verloren. Da ist irgendwas, war da nicht in Ordnung und ist mir nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, ich habe es nicht mehr gefunden. Jo, das sind so meine EDCs, die ich im Moment trage. Das Climber von Victorinox, das 913P von Sanren Mu, ein Top-Teil und das Bushcraft von Real Steel. Jo Mario, freut mich über dein Giveaway, eine tolle Aktion. Dein Kanal ist sowieso klasse, das weißt du selbst. Das wäre es von meiner Seite eigentlich schon gewesen. Ich hoffe, es gefällt dir und ich wünsche dir immer noch viele tausend Abonnenten. Bis demnächst denn. Tschüss.